Die Leibrente. Eine gute Alternative des Immobilienverkaufs bei einer Leibrente oder auch Immobilienrente erhält ein Immobilienverkäufer statt einer einmaligen Kaufpreiszahlung eine monatliche Zahlung. Aber ist das eigentlich eine gute Idee? Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Carsten Petzold. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Der Begriff Leibrente bezeichnet eine besondere Form des Immobilienverkaufs bzw. der privaten Altersvorsorge. Ein Eigentümer verkauft sein Haus oder seine Wohnung. Vom Käufer erhält er den Kaufpreis einer Immobilie nicht in einer Summe, sondern als monatliche Rentenzahlung, als Immobilienrente. Die Leibrente für ein Haus sieht eine lebenslange Zahlung an den Verkäufer vor. In der Regel vereinbaren die Parteien beim Hausverkauf per Leibrente zudem ein lebenslanges Wohnrecht oder auch Dienstbaurecht des Verkäufers in der Immobilie. Der Vertrag über die Leibrente wird über einen Notar geschlossen. Es handelt sich um einen notariellen Kaufvertrag, in dem die Parteien die Zahlung der Leibrente beim Hausverkauf vereinbaren. Als Sicherheit für den Verkäufer wird im Grundbuch eine Reallast für die Leibrente eingetragen. Leistet der Käufer die vereinbarten Zahlungen der Immobilienrente nicht vertragsgemäß, so hat der Verkäufer das Recht, die Immobilie zu verwerten. Zudem erhält der Verkäufer beim Hausverkauf per Leibrente ein lebenslanges Wohnrecht. Mit dem Tod des Rentenberechtigten endet die Pflicht zur Zahlung der Leibrente für den Käufer in der Regel. Was sind also die Vorteile für den Käufer? Der Käufer muss den Kaufpreis für die Immobilie nicht in einer Summe begleichen. Stattdessen übernimmt er eine monatliche Rentenzahlung. Ein Darlehen für die Finanzierung ist, abhängig von der Höhe der monatlichen Leibrente, daher nicht zwingend notwendig. Auch Eigenkapital muss der Käufer nicht einsetzen. Und für den Verkäufer? Die Möglichkeit, durch den Verkauf eine Leibrente auf Lebenszeit zu erhalten, ist schon vorteilhaft. Der Eigentümer bleibt, wie gewohnt, in seiner Immobilie wohnen. Was sind denn die Nachteile? Das lebenslange Wohnrecht des Verkäufers. Der Käufer kann die Immobilie zunächst nicht oder nur zum Teil nutzen. Darüber hinaus ist der genaue Preis letztendlich abhängig von der Lebenserwartung des Verkäufers. Lebt dieser länger als kalkuliert, steigt der Kaufpreis. Also eine Spekulation auf den frühen Tod des Verkäufers. Der Verkäufer verliert also sein Eigentum. Der Kaufpreis ist bei der Vereinbarung der Leibrente in der Regel deutlich geringer als der Preis, der sich bei einem unmittelbaren Verkauf am freien Markt erzielen ließe. Das Eigentum fließt nicht in die Erbmasse ein. Eine abbezahlte Immobilie dient als ideale Altersvorsorge. Doch auch wenn keine monatlichen Raten mehr für das Eigentum, zum Beispiel eine barrierefreie Wohnung, zu entrichten sind, reicht die Rente häufig nicht aus, um den finanziellen Alltag zu bewältigen. Für Senioren, die weiter in ihrer Immobilie wohnen möchten und ihre monatlichen Einkünfte aufbessern wollen, bietet sich als Alternative zum klassischen Verkauf die Leibrente an. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinen Erklärungen ein wenig helfen. Haben Sie Fragen oder Anregungen, hinterlasse doch unterhalb des Videos einen Kommentar. Gefällt Ihnen das Video, so freuen wir uns sehr über ein Like. Vielleicht abonnieren Sie auch unseren Kanal, so verpassen Sie keine neuen Videos mehr von uns. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuschauen.